Hallihallo, willkommen zurück. Wir sind mit A2 dieses Mal unterwegs, und zwar hier im Widerstandslager. Wir haben ja in den letzten paar Parts ist ja einiges passiert. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich... Nee, hier nicht. Wer bist du? Okay, gut, scheinbar können wir uns hier nett aufrüsten. Schade eigentlich, das hätte ich jetzt halt mir gehofft, weil ich habe einiges an Chips da. Und ich glaube, wir können auch ein paar Waffen verbessern. Naja. Gut, was muss man hier nochmal machen? Ich glaube, das Einzige, was offen war, komischer Turm, war die Wüste, ja genau. Wir müssten ja Richtung Wüste gehen. Und ja, das erste, was ich heute schon hinbekommen habe, war vor der Aufnahme mein Glas umzuschmeißen. Es ist jetzt nicht so schön gewesen, aber ich muss ich jetzt alles wieder putzen. Und die Maschinen sind hier wie üblich unterwegs. Also wollen uns auch anfragen. Was ist? Ach, was ist? Na, kommt außer Betrieb. Okay, die können uns jetzt halt wohl dauerhaft hacken. Eieiei, fuck. Okay. Das ist ja natürlich nicht so schön, wenn die uns jetzt halt dauerhaft hacken können. Da muss ich ja. Das Sprungsystem deaktiviert. Das heißt, ich muss da an der Stelle auf das Geräusch mehr aufpassen. So. Ah, okay, da ist auch noch eine kleine Zeitangabe mit dabei. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Rechts oben im Balken. Ich glaube, ja, konnte ich mir jetzt nicht merken, wie lang das war. Ich denke mal, so eine halbe Minute circa. Könnte hinkommen. Ich weiß immer noch, dass das mit dem Roten auf sich hat. Das muss ich mir, glaube ich, mal im Internet nachschauen. Was der A2 da noch machen kann, wenn sie da losrennt. Ich meine, für irgendwas muss es ja gut sein. Weil sonst würde es nicht so angezeigt werden. Du kannst ja uns erstmal nichts machen. Boom. 72 Erfahrungspunkte, okay. Dann sprechen wir auch mal kurz mit Emil. Ach, hier können wir gleich durch. Huh? What's that? Proposal. Use power fire to force him to stop. Na. Der Beintyp. Okay, der Bein ist ab. Aber der packt wieder Schockwellen aus. Oh. Hat er sich gerade umgebaut? Ja, der hat sich gerade umgebaut. Jetzt ist er kein Beintyp mehr. Panzerlinien sind immer noch da. Scheinbar. Hat der versucht auch mich zu hacken? Da war ein roter Kreis da. Also das ist wieder ein Beintyp. Okay, die können sich scheinbar umbauen. Das ist auch neu. So. Diesen Sprung habe ich kommen sehen. Hier, also die geben mir auf jeden Fall schön Geld, aber ich muss hier an der Stelle mehr aufpassen. So, hallo Emil, wie geht's dir? Und der Stopp. Oh, sie sind A2, nicht wahr? Wenn du schon einmal hier bist, magst du nicht etwas kaufen?
Okay, nur die plus 3 Chips. Na gut, aber die brauche ich jetzt alle nicht. Vor allem, weil die mit 21 doch ein bisschen teuer sind. Wo ich lebe? Nein. Und dann kannst du mich gerne jederzeit besuchen. Ich glaube, da müssen wir auch einmal hin, aber... Wo war denn das doch mal? Ich wusste das mal. Ganz tief unten in der Erde. Das hört sich nach der kopierten Stadt heißt sie, glaube ich. Ja, schauen wir einfach mal, wenn wir mal wieder da sind. Dass wir da mal einfach mal vorbeischauen. So, erkennst du uns wenigstens. Hat weniger, aber dass es so bleiben wird. Willst du Ausrüstung tauschen? Okay, der möchte mit mir handeln. Das passt soweit. So, und dann bis bald. Und was hat Knallkopf zu sagen? Du bist A2. Ja, sind wir. Ach, nix. Schon gut. Pass auf dich auf. Okay, scheinbar sind wir bekannt, aber niemand möchte mit uns was zu tun haben. Hier könnte ich eigentlich wieder Rakete verwenden. Oh, laufen hier schon die ganze Zeit. So. Ich glaube, das mit den Spotten muss ich öfters machen, wenn ich da den richtigen Chipsatz ausgerüstet habe. Aber das schauen wir jetzt erstmal. So, Nope. So, ja, so. So, ja, stimmt, das habe ich euch ja noch gar nicht erzählt. Als ich die Aufnahmen im letzten Part beendet habe, jetzt wo ich es gerade sehe, habe ich, bevor ich noch kurz ausgemacht habe, noch für mich selber ein bisschen mit den Waffensets, mehr oder weniger gespielt, einfach zu sehen, um welche Kombinationsangriffe ich da habe. Und dann habe ich die Handschuhe hier angelassen. Und ja, deswegen habe ich die jetzt dort ausgerüstet anstatt ein Speer. Was ich aber da noch zeitgleich testen wollte, weil ich dazu nicht mehr gekommen bin oder dann keine Lust mehr hatte. Hier Phönixschwert und dann die Handschuhe. Weil die schwachen Angriffe kommen hier hin. So. Okay, also die bleiben gleich. Und wie sieht da der Spotten aus? It's over. Das sieht ja geil aus. Aber Großschwerter fühle ich mich ein bisschen dumm, wenn ich das auf die leichte auf das leichte reintue. Deswegen ausrüsten und dann hier Phönixschwert. Genau. So. Und dann komm mal her. Außerdem sieht es interessant aus, wie A2 mit den Fäusten kämpft. Und. More of you wanna get killed, huh? So sieht's aus, wenn wir versuchen, Gegner mit Handschuhen zu provozieren. Aber naja, lassen wir das mal beiseite liegen und gehen mal weiter in die Wüste. Dann können wir uns gleich um die Maschinen kümmern. Zumindest die Maschine der Goliath-Klasse, die wir umbringen sollten. Dann schauen wir mal, ob wir... Oh, knapp, Freundchen. Ist er daneben? Oh, noch einer. Wie ein Baseballschläger umgehauen. Was wir danach machen können, wäre mal bei Emil vorbeizuschauen, beziehungsweise den Ort ganz tief unten in der Erde aufzusuchen.
Wüste. So. Sind wir jetzt hier wieder in der Wüste. Aber ich muss mich wirklich mal informieren, was das, das Rote bedeutet, weil. Egal, ob ich jetzt halt kurz dashe oder nicht, das hat zumindest mit dem Angriff nichts zu tun. Von daher auch nicht mit dem größeren, mit dem aufgeladenen Angriff. Von daher muss ich mal schauen, vielleicht kann ich da einfach mit der Maschine umrennen. Das kann ich mir eigentlich fast jetzt schon vorstellen, dass ich kurzzeitig die Maschine umrennen kann und dann einfach weiterrenne. Von daher... Ja, bin ich mal gespannt. Da liegt ein toter Körper. An einem sehr öden Ort. Bestimmt, der Ort ist sehr öde. Revive Shadow. Wir haben ihn zumindest wiederbelebt. Das heißt, er macht seinen Namen alle Ehre. Und dann müsst ihr hier hinten irgendwo... Die Goliath-Klasse sein. Aber es sind nur drei. Ja. Okay. So. Okay. Hier hinten sehe ich einen Turm. Oder nee. Es ist nicht der Turm. Wartet. Okay, die zwei stehen da noch da. Ich explodiere jetzt endlich, ich möchte deinen Drops. So. Aber gehen wir mal dorthin, wo wir ein bisschen weniger Feinstaub in der Luft haben. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie Feinstaub? Eigentlich schon. Dass es Feinstaub in der Wüste gibt. Hier müsste ich dann bald eine bessere Sicht wieder haben. Okay, wir haben hier diesen riesigen Turm mit den diesen großen Salzsäulen, die da, oder weiße Säulen, Salz, ja, ich nenne es mal Salzsäulen. Was war es unten in der Untergrundstadt? Ich glaube, entweder Silikon oder Salz oder Kohlenstoff, keine Ahnung, als weiße Säulen. Dann schaut euch mal, wie groß die Teile sind da. Und das Teil mit dem Strich da oben, das ist der von unserem Forscher, weil der ja übers Ziel hinausgeschossen hat. Und seine Rakete nicht auf den Mond abgeschossen hat, sondern auf den Mars. Ja. Eigentlich eine lobenswerte Errungenschaft, aber... Schilde... Ja, natürlich habe ich... sind noch beide dran. Ja gut, solange die Maschine da... Ah, okay, ich habe wieder mit Shockman gerechnet. Okay. Erstmal die Teile kaputt. Kommt die Attacke. So, dann mach dich erstmal fertig. So, gut. Jetzt ist er kein Beintyp mehr. Die falsche Richtung ausgewichen, das war's dann wahrscheinlich. Das erste Mal, dass ein aufgeladener Angriff getroffen hat. Okay, wieder der Angriff. Shut off your so much for Goliath class. That was over before it started. Negative. Enemy machines remain in the area. Okay, das war wohl nicht die der. Uiui. What the hell is that? Das ist. Ah, scheiße, ich hab vergessen abzuspeichern. Das heißt, ich darf wieder die ganze Wüste laufen. It appears to be a machine lifeform that has adapted to the desert environment. Proposal. Destroy the enemy machine. Yeah, that's real helpful. Hey.
oh, oh. Bitte heile mich, wenn ich Heilung brauche. So, okay. Berserker-Modus. Angriff und Verteidigung geschwächt. Dann schauen wir mal. Okay, das ist schlecht. Den Berserker-Modus sollte ich vielleicht nicht so häufig verwenden, ne? Ich meine, gute Angriffswerte, aber... Ich mache mir ein bisschen Sorgen um meine Heilung, wenn ich hier den Überblick verliere. Aber... Don't patronize me. Kann ich den Berserker-Modus vielleicht auch ausschalten? Das würde mir helfen. So, ich glaube, eine Kugel ist weg. Uff, oieiei, da hätte ich den Berserker-Modus nicht anschalten sollen. Ich weiß nämlich nicht, wie ich ihn ausschalten kann. Und im Kampf irgendwelche Tastenkombinationen auszuprobieren. Scheint relativ schlecht zu sein. Aber der Hegel möchte auch einfach nicht aufhören. Ah, okay, ich kann ihn immer angreifen. Ah, nein. Okay, den Berserker-Modus. Der geht wohl irgendwann selber alleine aus. Was? Warum greift mich meine... die Maschine an, die ich gerade repariert habe, an? Fuck, warum? Okay, das heißt keine... Okay, warum bin ich jetzt direkt Game Over? Gut, das war jetzt halt ein bisschen sehr interessant. Also zum einen, warum hat mich die Maschine, die ich repariert habe, angegriffen, sodass ich den Kampf noch zumindest überlebt? Nummer zwei, warum bin ich hier direkt Game Over gegangen? Ich meine, es ist eigentlich fast schon besser, weil dann liegt nicht mein Körper in der Gegend rum und ich behalte, glaube ich, auch meine Chips dabei, ja? Ich habe einen Hackerchip ausgerüstet, ups. Muss ich die Chips wieder anpassen. Naja. Mache ich dann im nächsten Part. Und ja, also ich bin froh, dass ich die Chips nicht verloren habe, aber ansonsten interessant, dass ich direkt Game Over gehe. Aber wie dem auch sei, falls euch der Part gefallen hat, gerne Like, Kommentar da lassen. Ihr könnt mir auch schreiben, falls ihr es wisst, was dieses Dashen hier macht. Ich meine, den Berserker-Modus werde ich kurz im nächsten Part auch noch ausprobieren bei kleineren Maschinen. Mal schauen, bis wie weit er geht. Aber naja, wie dem auch sei, in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.